Ach komm, da müssen noch fahren und die, sollen, und die Zuschauer sollen auch nicht ewig warten. Schon wieder ein knallharter Level 10er. Wieso kommst du auf so scheiß Ideen weiterzulaufen, ganz ehrlich? Ja, ich probiere erstmal alles drumherum auszuschalten. Au! Nein. Und dann lebe ich auch schon wieder. Oh. So, jetzt wird langsam ein bisschen Munition knapp. Okay. Hast du ready? Ich guck mal, also wenn es geht, Munition jetzt so alles mal ein bisschen für mich gucken. Ein Geschütz machen. Ja, sofort. Da bin ich down. Na. Zur Gunst der Stunde nutzen und wieder was einschütten zum Trinken. So. Bin so ein bisschen live, ne? Ein bisschen ist gut, ich bin fast voll. Nachladen. So. So. Komm. Es ist irgendwie sehr wertvoll. Klappt es oder brauchst du Hilfe? Klappt halbwegs. Und da ist er down. Ich habe keine Sniper-Muni mehr. Das ist natürlich schlecht. Okay. Coole Machine Gun. Kommen noch drei Blumen. Okay, die ist für Level 10, die Machine Gun, okay. Bei mir geht echt langsam die Muni aus, ne? Ausgewachsener Skag, Skag, Spucker. Und die vorletzte Blume. Ganz viel Combat Rifle Munition, das ist gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Ich glaube, ich habe gerade ein Vögelchen gesehen. Ja. Ach, ich hasse es.
Dein Vögelchen macht aber gut Schaden. Ja. Ich werde wieder angekotzt. Das ist nicht voll zum Kotzen, ne? Wieso findet man nicht eigentlich nur Sniper-Munition? Muss ich wiederbeleben? Kannst du nochmal dein Geschütz stellen? Nee, es hat noch Cooldown. Okay. So, noch eins. Dann haben wir es endlich. Diese Mission ist gerade echt hart. Ich sag ja, die Mission ist nicht ohne. Wo willst du hin? Oder? Liegt da irgendwo noch Munition für mich irgendwie rum? Ja, wertvoll. Keine Ahnung. Ausgewachsener Skag Level 9, Barsch. Nein, 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 nein. Wieso? Ich brauche mehr Munition. Na toll, und nur mit der Pistole. Ich bin Level Vogel. Down. Ah! Hier ist noch ein Medikit. Wenn ich, wo ich Level 9 bin. Ich bin Level up. Bin voll. Okay, das hilft. Oh, Quest beendet. Perfekt. So, jetzt noch die Quest abgeben und dann machen wir Schluss für heute. Yep. Eieieiei. Hier ist Bewaffnung. Deins. Uiuiuiui. Das ist ganz klar deine Ecke. Da tue ich zwar jetzt erstmal gucken. Dann guck du mal, ich trinke mir eben was. Hast du eigentlich auch Rogan Total War? Rogan? Nee. Ach nee, das hatte Marvin, ne? Ja. Weil das hatte ich mich auch mal so geplant, wenn wir das nächste Mal nochmal eine LAN machen zusammen. Dass dann jeder vielleicht auch dann Rogue Total War sich kauft, dann mitbringt. Dann ein Let's Play Together zu viert. Boah, das wird ein Chaos. Aber ein geiles Chaos, denke ich mal. So, sagen wir nicht, die stehen wieder. Die stehen wieder. Aber kippen gerade um wie die Fliegen. Das sind jetzt hier wieder diese ganz billigen, ne? Mhm. Ja, und ich habe jetzt auch endlich meine Sniper, die fast genauso viel Schaden macht, wie die, die ich gerade hatte, aber knapp doppelt so schnell schießt. Hm. Hast du ja gesehen, wie ich hier gerade durchgesetzt bin, ne? Ding, ding, ding. Ja, jeder Schuss ein Treffer, jeder Schuss ein Töter, ein Toter, so. Ein Töter, kennst du? Töter? Ja, ein Töter. So, erstmal geschützen ein bisschen pushen, bevor ich mich selbst nochmal ein bisschen pushe. Wie gesagt, ich werde erstmal gucken, dass ich jetzt hier wirklich mein, mein Geschütz ein bisschen so auf Leben drille. Ja. Dann werde ich mein Leben erhöhen. Letztendlich. Oh, ich weiß jetzt nicht, welche von beiden Snipen ich benutzen soll. Die eine macht 78 Schaden ohne Special, die andere macht, ich glaube, irgendwas mit 60 Schaden. Macht dafür aber Feuerschaden derben. Das ist natürlich schwierig. Die ohne Feuerschaden ist dafür scheiße präzise. Das ist natürlich jetzt schwierig. Kannst du die einen mit Feuerschaden dann eher dann, wenn die Gegner näher kommen, nehmen. Und aber die mit der höheren Präzision ist auch schneller. Ja, und die kannst du dann für die Ferne benutzen. Ich hab jetzt gerade mal die ohne Feuer drin.
Und ich tue jetzt für dieses Gags keine Munition verschwenden. Kann ich mir noch neu kaufen. Trotzdem. Du hast den Spaß, ne? Ja. Ja, damit kann ich mir meine Sniper schon hochleveln. Hui! Du bist kein Skag, oder? Nein? Dein Glück? Ich schieße nur aufs Keg. Meistens jedenfalls. So. So, jetzt können wir eigentlich nur noch Bonehead machen, ne? Im Prinzip. Aber ich gehe mir noch mal eben. Oder ich komme mal eben zu dir. Ah ne, nicht ganz. Wir können auch eine Quest abgeben, ne? Ja, können wir. Aber ich weiß jetzt nicht wo. Ich glaube im schwarzen Brett. Müssen wir mal gucken, dass wir am schwarzen Brett, denke ich mal. Oh, ich bin direkt hinter dir. Wenn wir Level 10 sind, ist ja eigentlich schon perfekt, dann ist Bonehead noch ein Level über uns. Wir haben doppelt Feuerkraft, also passt, ne? Ja. Ah, ich muss noch irgendwie ein oder zwei Viecher töten. Nee, ne? Doch. Egal, bei Bonehead werde ich dann noch Level 11. So, dann stelle ich mich mal eben zu den Waffenautomaten, mal eben alles voll kaufen, ne? Ich tue meine Munition mal erweitern. Das ist für SMG und so weiter. Sehr, sehr nice eigentlich. Wird dir dabei eigentlich automatisch dann aufgefüllt, oder? Ja, du kaufst immer so kleine Pakete. So, Sniper-Munition voll. Repeater-Pistole brauche ich. Ach, kaufe ich nochmal für den Notfall. Shotgun, Revolver. Oh, verkaufen. SMG. Und das Ganze jetzt noch eben auffüllen. Machst du die eben? Hm? Ich wollte gerade fragen, ob du die eben machst, aber hat sich, glaube ich, gerade erledigt. Ja, ist schon down. Komm. Kommt noch einer. Schön ist, jetzt kann ich auch mal ein bisschen schießen, ohne dass ich jetzt nicht Angst haben muss. Ist klar. Was denn? 4 Schuss. Bis ich voll hatte. Bis ich keine Munition mehr tragen konnte. Nur 4 Schuss. Hm. Ach komm, sollen wir Bonehead noch eben schnell machen? Ja. Wenn wir schon dabei sind, dann haben wir alles hier erledigt und dann können wir uns dann in Ruhe an die nächsten Quests wagen, ne? Ich habe gerade gesehen, ich habe noch eine 1,4er Attack Speed. Also Schussrate mit 55 Schaden mal 3 Feuer. Hm. Idiot. So, trotzdem wird das jetzt kein einfacher Kampf, ne? Einfach antanken. Ich sehe noch nicht mal zum Bonehead. Gefunden. Alter! Lebst du noch? Ja, ich muss gerade nachladen.
Quatsch, ein Crit. Würde mich eben. Fein. Sieh mal an. So, da haben wir Bonehead mal down gelegt. Mal eben. Die zahlen mir nicht genug, damit ich dir aus meiner Position war das alles cheesy, ne? Na, ich muss eben eine Waffe ablegen. Tu mir die weg. Ich will die. Warum habe ich eine Munition voll? Warum habe ich denn alles voll? So, verstehe. So, Bone Shredder. Kann ich ihn schon anziehen? Ja. So, dann nochmal eben umgucken. 13. Toll. Der Bone Shredder ist schlechter als meine Waffe, die ich vorher hatte. Der hat mich auch abgefuckt am Anfang. Na komm. Liefern wir was eben ab und dann... auf ins Bett. Genau. Muss früh raus. Ich wette, du auch. Hm? Ich wette, du musst auch früh raus. Ja, morgen. Ich bin wieder eine Stunde später aus dem Haus. Idiot. So. Dann renn ich. Oh, diese Quest können wir eigentlich auch noch super hinten dranhängen, oder? Nee, die machen wir fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal das Auto fahren. Okay, dann. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Das auch oder morgen, schönen Abend, Mahlzeit, wann man es auch immer gerade am Gucken ist, ne? Genau. Das war Jeff und ich. LP Mr. Blackie und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen, bei Let's Play Together Borderlands, ne? Noch einen schönen Tag. Oder schöne Nacht, oder wie auch immer. Ciao! Ciao!